Jetzt. Können Mann. anfangen. Was geht ab, liebe Leute? Hallo. Soll ich jetzt auch noch Hallo sagen, oder? Das war jetzt Absicht. Willst du oder soll ich? Ah, Digga, nee. Was geht ab, liebe Leute, außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir The First Escape, eine weitere Runde bzw. ein weiterer Teil von dieser ganzen Saga. Mit dabei ist, wie ihr im Pre-Intro schon gesehen habt, der liebe Goldie, der liebe Dodo, die schon wieder sehr stark am Quatsch machen sind. Hä? By the way, nicht wundern, ich bin heute ein bisschen heiser, deswegen ist meine Stimme so ein bisschen wack. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt in die Runde. Weil er atmen ist. Ich bin so gar nicht im Game drin, ne? Also, wir haben hier auf jeden Fall ein creepy aussehendes Stadtgebäude. Hallo. Dann haben wir hier ganz viele. Nee. Hä? Also, hi! Der Goldie, geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Okay. Der Raum ist sehr eng, also das will ich schon mal sagen. Aha. Oder was hast du mit dieser Puppe vor, Alter? Wir haben hier hinten ein Zahlenschloss. Da klopft jemand. Guten Tag. Nee, wir haben leider nichts. Wir haben nichts bestellt. Bitte kommen Sie nächste Woche wieder. Danke. Hier ist ein Ballon. Ein Ballon in der Mitte. Mit dem können wir irgendwas machen. In dem Schrank ist auch ein Ballon eingezeichnet hier. Was wird hier das Rätsel wahrscheinlich mit Ballon zu tun haben? Hier sind Zahlen, die du markieren kannst. Okay. Der Baum, der Raum ist doch gar nicht mal so groß. Aber wir haben noch einen zweiten Ball. Also einer fehlt noch. Aber die Clowns haben hier auch ist ein Feuerzeug. Hier... Ein Feuerzeug? Ich mach eine Zigarette an. Mach halt nee, sind Drogen. Kannst du mit dem Feuerzeug den Ballon die Clowns passen? Haben hier Zahlen am Hals oder am der Brust. Ja. Ey, ich klopfe. Ah, stimmt. 025. Was ist das? Gelb, blau, grün. Hier im Spiegel sind auch Lampen. Da gibt es eine rote, eine gelbe und eine grüne. Jetzt noch eine blaue da, würde ich sagen, das ist ein Rätsel. Oh mein Gott! Was tust du? So, das ist das da. Was macht ihr? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das Regal angeklickt. Auf einmal move das so komisch. Okay. Gary. Auf dem Ventilator. Auf dem Ventilator ist eine 9 drauf. Was? Wo? Zum Ventilator. 9. Nice. Hä? Jetzt? Lost, wo denn? Ja, doch nicht der da oben. Was? Oh Mann. Wir können auch irgendwas mit der Spielzeug-Dings da machen oder so. Was ist denn das? Keine Ahnung. Hat es einen Grund, dass hier 6 Tabletten rumliegen? Mal so davon abgesehen. Ja, der braucht halt ein bisschen. Okay. Boah, der Raum ist doch nicht so groß. Hast du nicht irgendwo ein Feuerzeug? Kann ich irgendwie einen Ballon erhitzen und explodiert der? Da hinten beim Stuhllicht ist. So. So weit war ich auch kannst schon, Goldie. Kannst du mal hochnehmen. Feuerzeug. Tipp. Oder? So für einen Tipp, zeigt mir da was. Wir können mal gucken. Oh mein Gott. Hast du die versteckten Dreiecke irgendwo ganz oben bemerkt? Ja. Also der Tipp bringt uns gar nichts. Nee, der ist absolut useless. Ja, wir haben die versteckten Dreiecke irgendwo bemerkt. Mann, 300 Sekunden ist aus der nächste. Du wolltest gar keinen Tipp gerade nehmen, okay? Immer mal blank. Haben die irgendwas? Was, wenn das gar nichts mit den Hüten zu tun hat? Sondern? Ah, nee, macht auch keinen Sinn. Ja gut, es ist schon komisch, dass die theoretisch anders angeordnet sind als da unten, wo wir es halt eingeben. Hä? Ich hab's!
In Dreiecken. Wie? Es sagt auch in der Reihenfolge. Guck mal. Gelb-Dreieck ist von der Reihenfolge hier die 3. Rotes Dreieck ist hier die Reihenfolge 2. Oh mein Blau ist hier die 1. Gott, Alter. Grün ist die 4. Was ist Pferd drin? Was ist drin? Spielzeugpferd. Da hinten, die Kordeling. Ah, das soll das sein. Wie heißt sowas? So ein Karussell? Ja, da fehlen aber noch einige Teile. Da noch drin? Ein Hut. Ach, der muss jetzt da oben drauf, oder was? Nee, geht nicht. Was hast du für so ein Hut, wie da oben halt ist. Und was machen wir jetzt hier mit dem linken Rätsel? Ja, Rätsel? Es geht. Was geht? Hier. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 1, 3. Nee, 2. 3, 1, 2. 2. 3. 1, 2. Ich blick gerade gar nicht so viel, aber okay. Das, ich weiß auch gerade nicht, was du da machst. Ich habe die Puppe hier reingemacht, die letzte. Ja, aber das, was du hier gemacht hast, hat auch nichts damit zu tun mit dem Farbenrätsel hier hinten. Und dann? Ja, das, was. Musst du da aus Puppen Zahlen herhaben? Naja, die Dinger, die da oben sind. Denke ich mal. Also, ich würde behaupten, dass den Schrank hier mit den farbigen Clownsköpfen hat was mit denen hier zu tun, mit diesen Bürsten hier. Bürste von Büsten. Da, die haben ja auch Zahlen drin. Das Problem ist nur, es fehlt Rot. Ach, jetzt verstehe ich, was du die ganze Zeit meint. Das sind so Symbole, die so rot sind. Und manche sind halt ausgegraut. Ja, das ist dann 2, 5, 1, 3, oder? Ja, gut. Hä? Okay, warte. Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Guck mal hier, die Clowns, die haben rote Symbole und so ausgegraute. Ja. War das ein Pferd noch? Ach so, wie viele rote drin zählen. Sind, oder was? Ja, genau. Okay. Was hast du da so? Ja. Einfach ein Anzug. Wer will Clown werden? Ich glaube, wir brauchen eine blaue Kugel noch. Ach, warte mal. Können wir irgendwie mit dem Haken davon? Ja, Leute, ein Kleiderhaken ist eine Nadel. Ach so. Und dann, ach, da ranmachen dann mal. Kannst du den, kann den Ballon damit pieken? Machen. Kann ich aber nicht. Vielleicht hier an eine Wand irgendwie reinstecken? Schade, ich dachte, das geht. Komisches Ding. Uns fehlen dann auch noch zwei Bilder. Können wir irgendwas mit Bilder eingeben? Okay. Ballonrätsel. Ballonrätsel! Leute! Guck mal hier noch an die Wand. Hier gibt es noch zwei Nägel. Das heißt, hier fehlen noch zwei Bilder. Und jeder Clown hat dann einen Ballon an seiner Hand, die er dann wahrscheinlich auf den Bildern verkörpert, welche Zahl wir eingeben müssen. Das ist nur die Frage, wo gibt man das wiederum ein? Genau, aber da brauchen wir dann noch zwei Bilder. Das kannst du auch hier unten eingeben, vielleicht. Dass du das. Schon, was haben wir denn hier? Dann sind das hier die Ballons und keine Bilder. Was sind eigentlich für vier Farbplexe da? Das habe ich auch noch nicht ganz kapiert. Das weiß ich nicht, aber ich denke mal, die Bälle stehen für die Perücken in der Reihenfolge. 2. Ach, du nimmst die Striche vom 3. Clownsanzug. Jetzt verstehe ich's. Oh mein Gott. Ja, das ist aber nur ein Pferd. Ja gut, der Nagel ist, glaube ich, jetzt klar, was damit geht. Ich bin fallen lassen. Das ist. Wow. Da kam, das Pferd. Da kam eine Kugel raus. Ja, der Ball ist dann aber. Hä, was macht das eigentlich für einen Sinn? Aber die Nadel in diesem Clowns-Kostüm, das funktioniert nicht, oder was? Ja, nee. Hä, gut. Ist reingetan? Ja, da passt nicht. Hey, warum ist eine rote Kugel? Muss das nicht hier blau sein? Probier mal jetzt. Rechts. Ja, was habt ihr getan? Einfach die Kugeln. Du hast random rumgetauscht und jetzt hat's gepasst irgendwann mal.
Nicht random, das hat eine Logik. Klar. Was war jetzt drin? Ein Pferd und? Zwei also ein Clownspuppen und ein Pferd. Okay. Wir haben immer noch nicht was... eine bekommen durch ein Rätsel, oder? Wir haben immer noch nicht, was Wasser und Erde ist, oder? Habt ihr den Nagel jetzt noch? Der müsste irgendwo auf dem Boden liegen, oder? Ja, da hinten. Ich lege ihn auf den Tisch. Ja doch, schaut euch die mal an. Die haben unterschiedliche Anzahl an Knöpfen, die Puppen. Die grüne hat 2, der gelbe hat 1. Oh mein Gott, kannst du mal... Warte, der gelbe hat was? Einen und grün hat 2. Und blau und rot fehlt noch. Obwohl, das sind ja noch mehr Puppen. Ja, das ist nochmal eine rote Puppe, die nicht so weiße Punkte hat. Warte, da muss ich auch kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Rot ist dann 5. Und blau? Aber nicht. Wow. Blau hat 4. Einfach geraten. Geil. Ich hab eine Wasserflasche. Ich habe einen Stein mit einer 5. Zur Erde. Ah, ist auf der Flasche irgendwo eine Zahl? Eine 8. Dann hier. Okay, was ist Wind? Ventilator war 9. Fragezeichen. 6. Nee, wir haben einen Stein. 5. Sie 5. 5. Feuer. Feuer war die 6. 6. Und Luft war was? Nee, jetzt kommt Wasser. Wasser war die 8. Achso, Wasser, ja. Lol. Jawohl. Clown. Und, Bild. Ich hab ein Pferd. Ja, warte. 3. 0, 2, 5. Ja. Noch ein Pferd. Und das letzte Bild. Sand. Ist eine 1 hinten drauf. Haben wir überhaupt noch eine Reihenfolge, Zahl, an welcher Stelle es hin muss. Also, wir haben 4. 5, 2, 1. Perfekt. Lol, guck mal auf die Rückseite. Da steht einfach der Pin drauf, weil es durchkommt. Das ist ein Bug. Okay. Na, mach doch mal rein. Congratulations, thanks for playing. Das war's schon, oder wie? Das war's schon. Oha. Ich schwöre, erstes Rätsel so übelst lange gebraucht, dann einfach durchgewascht. Ja, als es einmal gelaufen ist, ging's gut. Ja. Aber interessantes Ende mit diesem Karussell hier. Naja, das kann sein. Wir kommen nicht raus. Ja, Leute, an der Stelle ist dann die heutige Folge mal zu Ende. Das war der erste Teil von Escape First. Ich glaube, es gibt auch hier wieder verschiedene Chapters. Deswegen, wer die anderen Teile sehen will, unbedingt bei Goldie abchecken und dann auch gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Meiner Seite war es das für heute. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal.